Tag allerseits und willkommen zum dritten Teil des Freunde fürs Leben Bar Talks mit Berkan. Hi. Hello again. Berkan, ich habe es im ersten Teil schon in der letzten Frage angedeutet. Es gab von dir 2021 das Album Drama. Mhm. Und da hast du eine schmerzhafte Trennung aufgearbeitet und hast auch das erste Mal da über deine eigenen Erfahrungen mit depressiven Episoden gesprochen. Mhm. War das generell so dein erster Berührungspunkt mit mentaler Gesundheit? Bewusst ja, glaube ich. Ich glaube, so, dass ich es gemerkt habe und so, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, auf jeden Fall. Also du denkst, dass es vorher irgendwie unterschwellig schon da war, aber du konntest es nicht benennen und nicht einordnen? Ja, auf jeden Fall. Es war auf jeden Fall da. Kannst du dich erinnern an den Punkt, an dem du das auch wirklich dir gedacht hast, erkannt hast, dass du jetzt professionelle Hilfe brauchst? Und wie bist du dann vorgegangen? Das war so ein bisschen längere Reise, weil ich wusste schon, ich habe mir eine relativ lange Zeit, habe ich mir selber gesagt, es wäre wahrscheinlich ganz gut, wenn du dir mal Hilfe suchen würdest. Aber das geht schon noch irgendwie oder so. Und dann ging es mir irgendwann wieder so ein bisschen besser, aber jetzt nicht super gut. Und da habe ich erst gemerkt, wie schlecht es mir eigentlich so die Monate davor ging, weil ich so meine Gedanken und meine Taten oder wie ich gedacht habe oder so ein bisschen, es war sogar anders. Ich habe mir so Zettel in meiner Wohnung aufgeschrieben, wo so ein paar so Sprüche so drauf standen, die so einem so ein bisschen gut tun. Ne? Mhm. So Sachen wie, ich habe glücklich sein verdient oder irgendwie so in dem Dreh so Sachen. Und wenn ich mal so ein, zwei Wochen weg bin, passiert es manchmal, dass meine Mama in meine Wohnung kommt und so ein bisschen Essen in meinen Kühlschrank macht. Voll süß, voll ja. Schön. Aber dann habe ich so dran gedacht, wie das für sie ist, wenn sie in die Wohnung ihres Sohnes kommt und da hängen so diese Zettel. Weil das heißt ja im Umkehrschluss, dass ich denke, ich habe nicht mal Glück verdient irgendwie so. Und das ist wahrscheinlich voll traurig für sie. Und da habe ich erst gecheckt, wie traurig das eigentlich ist, was hier überall an meinen Wänden stand und so. Ja. Und ich war so, oh, uncool. Und dann ging es mir aber irgendwann wieder so ein bisschen besser, dachte ich zumindest. Und ich weiß noch, dass ich irgendwann so einen entspannten Tag hatte. Es war, glaube ich, so Frühling, Sommer oder so. Das Wetter war auf jeden Fall in Ordnung. Und ich war, glaube ich, ich weiß nicht mehr, was ich gemacht habe. Ich weiß nur, dass ich einen schönen Tag hatte. Und dann bin ich halt nach Hause gekommen und auf einmal bin ich so voll in Tränen ausgebrochen und habe so 15 Minuten geheult. Und da war ich so, das war nicht normal. Oder das war zumindest besorgniserregend. Und da dachte ich, okay, vielleicht sollte ich mal versuchen, irgendwo Hilfe zu bekommen. Die Beziehung, die ging ja sehr, sehr lange, von der wir hier sprechen. 10 Jahre so um den Dreh? Genau. Ja. Ich habe Recherche betrieben. Dieses Beziehungsende, meinst du, das war so der Grund, der Hauptgrund, der einzige Grund? Oder kam dann dadurch was hoch, das vielleicht schon vorher so im Verborgenen geschlummert hat? Ich glaube, das Letztere. Ich glaube, das war einfach nur der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Habe ich das richtig formuliert? Ja. Ne? Ja. Oder sagen wir so, es hätte vielleicht einen Tropfen gebraucht, aber das war auf jeden Fall noch mal so ein ganzer Eimer. Irgendwie. Und entsprechend messy war das dann auf jeden Fall in meinem Kopf. Aber da waren auf jeden Fall Sachen, die, also es ging nicht nur um die Trennung, da sind auf jeden Fall Sachen hochgekommen, wo ich weiß, das war schon immer da. Und wenn man eine Beziehung hat, äußert sich das dann natürlich auch in der Beziehung. Wenn du irgendwelche Komplexe oder ungesunde Denk- oder Verhaltensmuster hast oder so, dann wirkt sich das auch auf alle anderen auf die Außen, vor allem natürlich auf die Person, mit der du ständig abhängst, irgendwie, ist ja klar. Und, aber das war dann auf jeden Fall eher so der Auslöser, wo ich gesagt habe, das kriege ich nicht mehr hin. Was waren denn die Erkenntnisse dann, als du Hilfe in Anspruch genommen hast? Welche Sachen wurden da rausgefunden? Also ich habe das Gefühl, wenn man so therapeutische Gespräche geht, dann fängt man so an und nach 3 Minuten ist man bei der Kindheit immer sofort irgendwie. Und ey, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das, also, ich glaube, ich war da so 28 oder so. Ja. Und ich glaube, ich habe vorher nie so wirklich viel über meine Gefühle nachgedacht. So in typischer Männermanier mäßig. Ja. Und ich weiß noch, dass eine gewisse Zeit lang so alle paar Wochen, alle paar Monate, alle paar Tage ich was Neues entdeckt habe, wo ich so, das machst du auch. Das hast du auch. Ach, das ist Anxiety. Okay, ich dachte, habe ich nicht, habe ich auch. Irgendwie so, also das. Oder, merkst du, wenn du mit diesen Leuten redest, stufst du dich auch automatisch runter und denkst, die sind was Besseres als du und so. Und so eine Sachen,
oder da habe ich auch Angst vor Konfrontation und da fresse ich auch wieder was. Und dann auf einmal hat man gemerkt, dass man hier und da im ganzen Leben eigentlich irgendwie so Sachen übertragen hat. Sei es Leistungsdruck, sei es was auch immer. Ja. Das war dann so, das war wirklich funny eigentlich schon, weil man, noch was. Ja. Glaubst du denn, also was glaubst du, wie sehr dein Umfeld, also so das Aufwachsen in Kreuzberg, die frühe Berührung schon mit Rap, Hip-Hop und so mit einer bestimmten Szene, dass das kontraproduktiv war? Für meine psychische Gesundheit. Und sich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen, die dann eins zu eins auch in deiner Beziehung zum Vorschein gekommen sind. Ich glaube, wenn wir jetzt darüber reden, so in Kreuzberg aufzuwachsen oder so, dann reden wir darüber, als Ausländer in Deutschland aufzuwachsen, was ja erwiesenermaßen schon so ein Premium-Paket an psychischen Problemen mit sich bringt. Yes. Und nochmal in einer Gegend oder irgendwo aufzuwachsen, wo Gewalt vielleicht oder zumindest die Gefahr von Gewalt oder die Androhung von Gewalt irgendwie immer präsent ist, das macht auch nochmal was. Und da können wir über viele Sachen reden. Also wie gesagt, meine Eltern waren sehr gestresst. Diesen Stress haben wir oft abbekommen. Und dann hat man halt so seine Arten damit umzugehen. Ob das heißt, dass du, solange es geht, draußen bleibst, um zu Hause keinen Ärger zu bekommen. Oder ob du versuchst, so gut es geht, in dein Zimmer zu verkriechen. Und Comics liest den ganzen Tag, um keinen Ärger abzubekommen. Oder Musik machst oder was auch immer. Oder generell dieses die ganze Zeit, also in Kreuzberg, dieses die ganze Zeit auf der Hut sein, immer zu gucken, niemals so versuchen, keine Schwäche zu zeigen und so, weil du weißt, sobald du ein bisschen Schwäche zeigst, könnte das ausgenutzt werden. Oder ich habe letztens, bin ich irgendwie das erste Mal seit langer Zeit mal nachts am Wochenende U-Bahn gefahren. So, und dann, es war so 2 Uhr nachts oder so. Ich war stocknüchtern, aber ich bin dann irgendwie mit der U-Bahn nach Hause. Und dann stand ich da in der U-Bahn und es halt nachts. Und die U-Bahn war nicht wirklich voll, die war nicht wirklich leer. Es waren so, schieß mich tot, 12 Leute vielleicht insgesamt in der U-Bahn. Und in meinem Kopf war sofort so, das könnte eine Stresssituation, hier könnte es gleich Streit geben. Ja. Weil das so die typische Situation war, wo es früher so Streit gäbe. Und dann habe ich gemerkt, wie ich sofort so gerade Fäuste, Gewalt und so und sofort alles abgescannt habe, um zu gucken, wo könnte hier Gefahr sein. Bis ich gemerkt habe, es sind alles irgendwie stinknormale Leute, die ihren Scheiß machen gerade. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, ist alles in Ordnung. Und dann bin ich kurz wieder runtergekommen und war so, und das war früher die ganze Zeit. Da war ich so, wie stressig war das denn? Ja, weißt du, das war früher der Weg zur U-Bahn, das war früher der Weg von der Schule zurück, das war früher, wollen wir ins Schwimmbad gehen, da war das auch. Und hier war das die ganze Zeit einfach so. Also, natürlich war man damals auch, keine Ahnung, 17 oder so. Aber es gibt ja auch Leute, die sind mit 42 immer noch so. Aber also ich glaube, wir haben da alle, jeder hier, alle Leute haben so ihr eigenes personalisiertes Stresspaket. Ja. Ja. Wenn wir jetzt mal so über die Zeit reden, also du bist ja früh so mit Hip-Hop, hier Wu-Tang Clan, Argo Berlin und so weiter in Berührung gekommen. Und obwohl Hip-Hop zwar über die Jahre immer diverser geworden ist, ist ja immer noch so ein relativ altertümliches Männlichkeitsbild vorherrschend. Ja, klar. Und da hältst du aber nicht so viel davon, sondern beschäftigst dich im Gegenteil mit toxischer Männlichkeit und Sexismus und versuchst da so traditionelle Geschlechterrollen ein bisschen aufzubrechen. Was ist der Hintergrund, dass du das machst? Was war der Ansporn und die Denke dahinter? Und welche Verbindung besteht zwischen dem Umstand und mentaler Gesundheit für dich? Ey, wo fangen wir da an? Also erstmal natürlich gibt es so im Hip-Hop so dieses Prototypen-Macho-Gehabe oder so. Aber wenn wir sagen jetzt, das gibt's im Hip-Hop, weil man muss auch ehrlich gesagt dazu sagen, das gibt's einfach überall. Weil man versucht ja immer, diese Sexismus-Sachen irgendwie hier mal da oder da, ist es besonders schlimm oder so, aber Rock, Metal, so, you name it, weißt du? Techno vielleicht ein bisschen weniger, Pop vielleicht auch ein bisschen weniger, aber generell in der Musikindustrie. Auf jeden Fall, und weißt du, das geht ja auch, die Leute versuchen das ja auch immer irgendwo ran festzumachen, so ja. an der sozialen Schicht oder der Bildungsdings oder der Migrationshintergrund oder so. Dabei, das zieht sich ja überall durch, so, weißt du? Das wird ja immer versucht, uns du weißt schon. Mhm. Wenn du jetzt sagst, ich versuche das aufzubrechen, das versuche ich jetzt nicht aktiv, obwohl doch manchmal merke ich schon, dass das eine Provokation ist, vielleicht für manche Leute, und dann freue ich mich ein bisschen. Aber man denkt ja immer, dass Männer vom Sexismus profitieren oder so, oder vom
der Macht. Aber das stimmt ja nur materiell, sondern weil wir haben ja genauso viele Nachteile davon oder so. Weißt du, wir lernen nicht mit Gefühlen umzugehen, weil uns gesagt wird, hey, wein nicht oder hey, warum hast du ihn nicht aufs Maul gehauen einfach? Mhm. Oder hey, warum hast du ihn nicht einfach klar gemacht? Was ist dein Problem oder so? Warum lässt du dich von denen anschreien? Hau den doch einfach oder so. Und ich habe, was sowas angeht, so viele Komplexe gehabt in meinem Leben. So, weil ich ein relativ zurückhaltender Mensch bin und relativ konfrontationsscheu auch, so in vielen Sachen. Und das habe ich immer als Schwäche gesehen. Okay. Ne? Weil andere Leute haben, während ich mich vielleicht 10 Minuten mit jemandem angeschrien habe und gesagt habe, ja, okay, verpiss dich einfach, geh einfach, haben andere Leute halt einfach raufgehauen und dann war die Sache gegessen und ich war so, ja, ich hätte ihm echt auch gerne einfach auf die Fresse gehauen, aber ich habe es nicht übers Herz gebracht. Was ja eigentlich eine Stärke ist. Was ja eigentlich schön ist, ne? So, ein Kumpel meinte mal, ey, du scheinst, du bist nicht gewalttätig oder weniger gewalttätig als andere und vielleicht weniger übergriffig und das ist an sich was Gutes, das checkst du schon, ne? Aber ich dachte mein Leben lang, es wäre was Schlechtes. Ah. So, weil die anderen stärker waren, so dann. Oder so. Und ich meine, es ist halt schon immer noch was Besonderes, also im Deutschrap so als Typ offen über seine Gefühle zu sprechen und dann auch noch zu sagen, so, man war vielleicht sogar in Therapie und hat da auch Dinge für sich rausgefunden, die sehr, sehr wichtig sind. Redet immer noch nicht jeder drüber? Ja, natürlich gibt es da jetzt aber so ein bisschen so eine Entwicklung in die in eine richtige Richtung, genau. Ja. Ja, aber ich mache das, glaube ich, weil ich mir wünsche, dass jemand mit mir drüber geredet hätte. Früher. Aha. So, oder ich hätte mir gewünscht, dass ich jemanden gesehen hätte, der darüber geredet hat und wo ich gesagt hätte, ah, okay, ich bin doch nicht doof im Kopf, ich bin doch nicht alleine damit oder so. Also selbst viele Sachen, also eigentlich so viele Interviews oder was auch immer oder auch Songs, wo ich so viel von mir preisgebe, sind auch mit einer gewissen so Überwindung so verbunden, dass ich wirklich so denke, aber dann denke ich auch immer so, ey, das ist aber, also du hättest dir gewünscht, dass jemand mit dir darüber redet. Oder du hättest gewünscht, das irgendwann mal zu sehen. Und oft ist es so, dass wenn ich dann sage, oh, Alter, das war echt jetzt ein bisschen persönlich, das hätte echt nicht sein müssen, so, dann kommt meistens aber direkt schon irgendein Feedback, wo jemand sagt, ey, danke, dass du darüber geredet hast. Und dann denke ich, ey, ist doch schön. So, ja. Aber gibt es immer wieder auch mal so hier Gegenwind, so von wegen, ist aber ein bisschen wack, Bro, was du da erzählst? Immer nur, wenn ich meine Nägel lackiert habe. Das ist so ein Thema, wo Leute. Krass, dass das immer noch so ein Reizpunkt ist. Ja, absolut. Also da habe ich wirklich Nachrichten bekommen von Leuten, die absolut so sauer waren. Also ich habe schon über alles Mögliche geredet, gell? Depression, Pornosucht, was auch immer so. Und da hat sich nie jemand beschwert. Aber sobald ich so rosane Nägel habe oder so, da war mal einer, der hat immer wieder geschrieben, wenn ich gemachte Nägel hatte. War so, hey, du redest hier von irgendwas, aber du siehst aus wie ein Mädchen. Ich würde dich umklatschen oder so ein Scheiß. Und das hat er einmal geschrieben, da habe ich nicht geschrieben, da hat er das irgendwann nochmal geschrieben. Und der sah auch noch so uncool aus. Der sah einfach aus wie so ein Lappen. Wo ich dachte, Bruder, du würdest dich nicht mal trauen, du hättest dich in Kreuzberg nicht mal getraut, deinen Mund aufzumachen. Dann habe ich beim 5. Mal habe ich ihm geschrieben, ey, was los, wenn du bist, laber ich nicht voll, kein Missgeburt oder irgendwie so ein Scheiß. Missgeburt habe ich nicht gesagt. Aber ich habe mir immer gesagt, halt deine Fresse, bevor ich dich kaputt schlage oder irgendwie so ein Scheiß. Da hat er nie geschrieben. Das heißt, manchmal kriegen sie mich noch. Ja. Und ja. Das ist das Ding, weißt du, weil es ist ja, ich check, dass es so dumm ist oder so, aber gleichzeitig, wenn irgendjemand bei mir so, was glaubst du, wer du bist? Weißt du, weil ich komme aus einer Gegend, da ist ein bisschen Stress, ist okay. Weißt du, deswegen, und ich will das gar nicht sein, aber manchmal, ja, keine Ahnung. Also, es ist schon krass, man merkt halt, wie es in dir arbeitet, aber wie du selbst auch an dir arbeitest, weil, also ich meine, das ist ja auch so eine Erkenntnis, Shitstorm hin oder her, Leute, ich kriege auch Scheiße im Internet von Leuten, aber 9 von 10, die es schreiben, die würden es dir nicht ins Gesicht sagen. Auf keinen Fall. Und wenn die hätte ich halt sogar Respekt davor, wenn die mir sagen würden. Ja, dann kann man auch miteinander reden. Also es war auch komisch, weil warum gehe ich zu dir hin und sage, dass ich deine Hose scheiße finde? Weißt ich habe erstmal nicht nach deiner Meinung gefragt, so. Aber gut, lass es drüber. Und was macht das für einen Unterschied für dein Leben? So, ja. Weißt du? Ja. So. Anscheinend ja einen riesengroßen Unterschied. Also, ja. Aber wäre ein weirdes Gespräch. Also, das fände ich cool. So, ey, ich finde deine Nägel echt scheiße. Ja, Bruder, deine Frisur geht gar nicht, aber hey. Aber was kriegst du denn für direktes Feedback auf zum Beispiel einen Song wie Therapie, der auf deiner neuen EP ist? Mhm. Die Rahat heißt Ruhe auf Deutsch, ne? Vielleicht sollte man erstmal so anfangen.
ist das ein Wunsch nach Ruhe oder ist es ein Zufall, dass die Platte so heißt? Nee, das ist kein Zufall. Ja. So Rahat ist so die innere Ruhe, oder es kann auch Gemütlichkeit oder so heißen. Mhm. Auf Sis heißt ohne auf Türkisch und Rahat Sis, also so ohne Ruhe, ist so ein, das ist so ein Gemütszustand, so ruhelos. Ne? Ja. So. Und es geht so um die Ruhelosigkeit, die immer irgendwie da ist. So, egal was man macht, ob man versucht dagegen zu arbeiten, ob man jetzt zum Sport geht und Tagebuch schreibt und in Therapie geht oder nicht, und man versucht das zu kippen, aber es ist irgendwie immer da und so. Und darum geht es, dass diese Rahat, diese Ruhe eigentlich so ein Wunsch ist, so, die man gerne hätte. Und der Song Therapie ist eigentlich super angekommen. Also, der war auch, aber den Song habe ich mir auch aus dem Fleisch rausgeschnitten. Ne? Der hat so, ich habe da so lange dran gesessen und der hat mir nicht gefallen. Und dann habe ich da noch mal was verändert und dann das noch mal neu aufgenommen. Und ich war da so lange dran. Und dann dachte ich, ey, dieser Song hat jegliche Lockerheit und Entspannung und Flow verloren. Aber ist egal, er ist jetzt fertig und ich bringe jetzt raus. Und dann mochten ihn doch alle. Und es war ein schönes Gefühl. Ja, ich finde den auch extrem berührend. Und also ich meine, das... Es ist leider immer noch so, dass man sich das erstmal trauen muss. Es ist der einzige Song von mir selber, wo ich mal geweint habe. Beim Hören. Tatsächlich, ja. Naja, schau. Also ich habe echt schon traurigere Songs geschrieben, aber das ist der, wo ich geweint habe. Tatsächlich. Weil er am persönlichsten ist? Ja, weil da sind so vier Zeilen, die einfach sehr ehrlich sind. So, das, wo ich sage, ich nehme die Liebe, woher auch immer ich sie kriege, weil ich Angst habe, dass mich nie wieder jemand liebt. Dabei bin ich, glaube ich, gar nicht so ein schlechter Typ. So, das habe ich mal irgendwo, weil bevor Songs draußen sind, laufe ich rum und dann höre ich den neuesten Mix und dann höre ich es nochmal, weil dann ist der Song ja endlich fertig und man freut sich, dass er fertig ist. Und so. Man kann endlich mal so seine Arbeit angucken, ja. So, nachdem man da so ein halbes Jahr wie so ein Verrückter sich viel zu viel Kopf gemacht hat. Und, so. Und da habe ich irgendwann mal einfach beim Parkspaziergang geheult. Solche Zeilen, hast du dann... Hattest du am Anfang eine Scheu, die so in der Klarheit in diesem Song auszudrücken? Früher hatte ich gar keinen Bock, traurige Musik zu machen. Mhm. Weil ich immer dachte, das ist doch eh alles traurig genug hier überall den ganzen Tag. Kann man ja wenigstens sich kurz freuen, wenn man einen Song anmacht. Aber so eine Scheu habe ich da nicht. Nee, ich glaube, vielleicht weil ich weiß, dass wenn ich was Ehrliches schreibe, das auch... man es auch merkt und dann es vielleicht auch irgendwie ein Gefühl auslöst bei der Person, die das jetzt hört. Vielleicht, weil wenn ich jetzt eine persönliche Zeile schreibe, die kann ja auch scheiße sein. Man kann ja auch persönliche Musik machen und die klingt kacke. Und wenn ich eine persönliche Zeile schreibe und die gefällt mir und ich sage, ey, das finde ich geil, so, dann freue ich mich eigentlich sehr. Wenn ich dir das Kompliment machen darf, du bist halt auch ein wahnsinnig guter Sänger. Dankeschön. Weil es eben nicht so klingt, als würdest du deine eigenen Zeilen lesen und so absingen, sondern als käme es von schon sehr, sehr weit drin. Und von daher musst du dir, glaube ich, gar keine Sorgen machen, dass das Leute vielleicht nicht verstehen könnten oder falsch verstehen könnten oder sagen könnten, sing mal wieder was Lustiges, weil es halt real ist und authentisch. Und genauso hört sich es auch an. Hey, danke. Und da sind wir wieder bei Sorgen machen. Hat wahrscheinlich viel mehr mit Sorgen machen zu tun, als mit dem tatsächlichen Umstand. Also natürlich gibt es Sachen, da kann man nichts dran ändern, wenn was Trauriges passiert, aber ja. Bist du jemand, der nur schwer empfänglich für Komplimente ist? Ich gebe mir Mühe. Du hast jetzt schon heute so zwei Komplimente gemacht oder so. Ja. Reicht schon wieder? Ich habe Danke gesagt, weißt du, weil das ist Übung. Okay. Weißt du? Ja. Dankeschön. Auch Komplimente machen. Super schwierig. Für mich. Aber das ist irgendwie auch bei uns irgendwie hier nicht so in der Kultur verankert, habe ich das Gefühl. So, ich habe das Gefühl, in manchen anderen Ländern kommt es den Leuten viel lockerer von den Lippen. Hey, ja. Schöne Jacke oder so. Weißt du? Und ich versuche das zu machen aktiv, aber es ist schwierig. Ich überwinde mich dazu. Weil alle freuen sich doch über Komplimente. Ja. Ja? Guck mal, deine Haare sitzen super zum Beispiel. Danke. Ja? Freue mich. So, super. Ne? Aber warum habe ich es jetzt erst gesagt? Dabei habe ich schon vor 10 Minuten gedacht. So, ich hätte es auch ganz am Anfang an vielleicht machen können. Aber ja, das ist genauso wie, anscheinend kann niemand mit Komplimenten umgehen. So, oder die wenige Leute, die ich kenne. Und dabei, man kann einfach Danke sagen. Ja. So. Man muss ja auch keinen Roman drum schreiben. Nee. So, hey, Dankeschön, freut mich. Ich habe mir auch Mühe gegeben heute vom Spiegel oder was auch immer. Keine Ahnung. Ich finde die Jacke auch cool. Du hast ja die Jacke gekauft, weißt du? Du hast sie ja vielleicht gekauft, wahrscheinlich gekauft, weil du sie cool fandest. So. Wahrscheinlich. So. Im Optimalfall. Ja. So.
Ja, das ist es so, auf die Quintessenz runtergebrochen. Du hast dir ja Mühe gegeben. Vielleicht, wir sind ja gerade Samstagabend draußen. Du hast dir vielleicht hast du dich bemüht, gut auszusehen. Ne? Freut man sich, wenn es jemand sagt. So, genau. Das ist ja eine Sache von, das kann man ja so wertschätzen. Ja, total. Gib uns mal eine Empfehlung. Also was jetzt sehr gerne, mir egal wozu. Persönliche Geschichte betrifft. Wie findet man denn die Stärke, sich von einer schlechten Erfahrung, traurigen Erfahrung, wie du die gemacht hast, nicht abhalten zu lassen und wieder auf die Suche zu gehen? Nach Liebe und nach Glück. Wie macht man das? Keine Ahnung. Also ich glaube, es ist alles eine Sache von Zeit am Ende des Tages auch. Ich meine, niemand trennt sich und sagt nach einer Woche, hey, egal, die große Liebe wartet auf mich da draußen oder so. Weißt du, viele sind ja erstmal, oh, so jemanden lerne ich nie wieder kennen. Ja. Dieses Gefühl, wie soll es jemals wieder? Und dann ist man natürlich einfach noch nicht drüber hinweg. Ist ja klar. So. Und aber keine Ahnung, das Leben besteht ja nicht nur aus, was du mit anderen Leuten machst oder was andere Leute für dich machen oder dass andere Leute da sind. Das Leben besteht ja auch einfach daraus, was man macht, was du machst jeden Tag irgendwie. Weil ich weiß noch, wie ich damals nach der Trennung zum Kumpel meinte, ey, mir geht's gerade ganz gut irgendwie, aber ich habe das Gefühl, in ein, zwei Wochen oder einem Monat kommt es irgendwann so über mich reingebrochen und dann kriege ich den kompletten Zusammenbruch und dann bin ich komplett am Arsch. Und er war so, der hat sich ein, zwei Jahre vorher nach einer sehr langen Zeit getrennt. Er meinte, ey, wird wahrscheinlich nicht passieren. Er meinte, wie geht's dir gerade? Wie kriegst du dein Leben? Ich sag, ja, ich mach meine Arbeit, ich gehe hier, ich gehe da. Er sagt, ja, das ist es. Das ist das Leben, mehr ist es nicht. So. Und du kriegst es gerade ganz gut hin. Und seitdem, damals habe ich es meinem Homie gesagt, und seitdem haben es ein, zwei andere Leute wieder zu mir gesagt. Waren so, ja, gerade kriegst du ganz gut hin, aber ich habe das Gefühl, bald kriegst du Breakdown. Und ich bin so, ja, passiert auch vielleicht auch einfach nicht. So, weil du schaffst es aufzustehen, deine Zähne zu putzen, dich anzuziehen und zur Arbeit zu gehen und was auch immer. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ja. So, und hey, keine Ahnung, so wie schafft man das, wieder auf die Suche nach Liebe zu gehen? Hey, nichts bleibt so, wie es ist. Das ist so das Einzige, was es gibt irgendwie, worauf man sich verlassen kann. Und wenn du jetzt traurig bist und vielleicht in zwei Wochen auch noch traurig bist, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du für immer traurig bist, sehr, sehr gering. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwann jemanden über den Weg läufst und die Person haut dich bis vom Hocker, sehr, sehr hoch. Und ob das jetzt nächste Woche oder in zwei Jahren ist, ist auch okay. In der Zwischenzeit kannst du ja häkeln lernen oder so. Warum nicht? Warum nicht, gell? Irgendwas musst du ja machen, den ganzen Tag. Wie geht's dir aktuell? Machst du zwischendurch Therapie? Siehst du jemanden? Ich würde voll gern Therapie machen, aber ich habe keine Motivation, mich da ranzusetzen und das zu machen. Und ich habe genug andere Scheiße zu tun. Nein, Spaß. Wie geht's mir zurzeit? Mir geht's ganz in Ordnung. Letzte Woche hatte ich das erste Mal seit langem mal wieder so einen deprimierten, depressiven Tag. Dann habe ich direkt am nächsten Tag mir Vitamin D-Tabletten gekauft. Und gerade zur Zeit habe ich was Ähnliches, was ich gerade beschrieben habe, weil es hat sich irgendwie ein bisschen was bei mir verändert. Ich gehe mehr zum Sport, ich ernähre mich auf einmal gesünder, ich dusche kalt auf einmal. Alles Sachen, die ich früher versucht habe und die nie geklappt haben, und auf einmal mache ich die alle. So, und ich habe das Gefühl, ich gehe zum Sport und dann komme ich nach Hause und dann, oder ich habe einen Termin und mache meine Musik und dann habe ich meine ein, zwei Calls, dann werden ein paar organisatorische Sachen geredet und dann mache ich mir vielleicht was zu essen, keine Ahnung. Und es ist alles okay irgendwie, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe das Gefühl, sobald ich aufhöre damit, geht es ein bisschen bergab irgendwie. Okay. So. Und was ja auch fair ist. Aber gerade ist eigentlich, gestern Abend und heute Mittag hatte ich so Momente, wo ich einfach gedacht habe, gerade ist eigentlich alles ganz geil. Und das ist auch ganz wichtig. Weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist oder bei anderen, aber ich habe das Gefühl, so bei mir so, die Grundlage dafür, dass so ein schlechtes, dass es dir so schlecht geht und du das voll fühlst und das komplett so daran aufgehst und dich daran siehst, ist so sehr hoch. Aber diese gleiche Grundlage ist irgendwie bei schönen Gefühlen nicht. So, wenn es mir schlecht geht, dann bin ich so, dann merke ich das. Dann bin ich so, und wenn es mir gut ist, dann merke ich, mir geht's gerade wirklich gut. Ist einfach nur geil gerade. So. Und das hat sehr lange gedauert, bis ich mal irgendwann einen Tag hatte, wo ich gemerkt habe, hey, krass, ich bin einfach glücklich gerade. So. Das hat auf jeden Fall eine Weile gedauert. Und deswegen ist so, gestern war es weird, da bin ich so nachts nach Hause gelaufen und es hat geregnet. Das heißt,
die Straße hat so cool beleuchtet mit den, Ampeln und was auch immer. Und die Regentropfen sahen so, sehen aus wie, die sind halt so weiß auf schwarz. Mhm. Wie so ein Comic. Und ich habe nur so die Regentropfen über auf dem Boden gesehen und dachte, geil, das sieht aus wie ein Comic. Und das fand ich irgendwie geil. Da war ich so, ah, nice. Ja, es sind halt so oft die kleinen Dinge, ja, dass man die überhaupt wahrnimmt. Ich meine, du bist ja einmal schon in deinem Leben diesen Schritt gegangen, der sicherlich auch nicht einfach war für dich, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Was glaubst du denn, warum sich immer noch viel zu wenige Betroffene Hilfe in Form von Therapie suchen? Ich glaube, einmal gibt es halt dieses Hindernis von dem Organisatorischen, also von der rein, von der Bürokratie überhaupt einen Platz zu finden. Ja. Und also wie es zum Beispiel bei mir ist, ich bin schon von vornherein demotiviert, weil ich weiß, es wird schwierig. Oder ich müsste wahrscheinlich warten. Oder ich muss vielleicht 37 E-Mails schreiben, auch wenn die alle copy-paste sind. Und dann bin ich so, oh, das bringt mir so, hab ich schon gar keinen Bock mehr. So. Und natürlich gibt es einfach auf jeden Fall Leute, die generell einfach Schwierigkeiten haben, sich zu öffnen oder überhaupt über ihre Gefühle zu sprechen. So, das ist auch absolut verständlich. Ich bin da so ein bisschen das Gegenteil meistens, außer bei bestimmten Themen. Oder bestimmten Menschen, glaube ich, eher vielleicht. Weil ich habe ein sehr großes Mitteilungsbedürfnis, ich laber alle voll den ganzen Tag. So, und wenn ich irgendwas erlebt habe, ob es jetzt negativ oder positiv ist, ich muss so 700 Mal erzählen und dann ist es irgendwann verarbeitet. Aber und natürlich auch, weil es so, natürlich, weil viele Leute sich vielleicht gar nicht so krank fühlen wollen. Und früher hieß es, ich meine, das ist ja, wenn jemand mal in die geschlossene Anstalt geht oder in die Psychiatrie oder so, dann ist ja der erste Gedanke meistens, oh Gott, jetzt ist er durchgedreht. Mhm. Jetzt ist er. Jetzt halluziniert er. Klar, ist gesellschaftlich immer noch so, genau, so nicht wirklich als Krankheit anerkannt und so immer noch ein Tabu. Und ich glaube, bei einer Therapie ist es, glaube ich, nicht mehr ganz so krass. Aber wahrscheinlich ist es trotzdem noch irgendwie da. Und bei so, wenn man so 2 Wochen sich mal einweist oder so, da ist es auf jeden Fall, glaube ich, noch das so, diese Verurteilung ist auf jeden Fall, oder zumindest so die Bedenken bei Leuten auf jeden Fall noch da. Mhm. Wie sehr hilft dir persönlich Musik? Sehr. Aber ich muss auch aufpassen, dass ich nicht den ganzen Tag Musik laufen lasse, weil ich bin dann so sehr reizüberflutet. Und dann freue ich mich auch mal, wenn die Musik einfach aus ist und ich und einfach nur den Rauschen höre. Und deine eigene? Die hilft mir wahrscheinlich schon, die hilft mir schon wahrscheinlich ganz gut, ja. Also ich kann das gar nicht mehr. Es ist vielleicht manchmal nicht mal so sehr das Verarbeiten der Gefühle in Songs. Das ist auch cool. Aber für mich ist es das Musikmachen an sich, was mich schon mal echt so durchgeboxt hat. Mhm. Weil so zu Zeiten, wo es mir wirklich schlecht ging und ich so nichts mit mir anzufangen wusste, bin ich halt ins Studio gegangen. Weil ich dachte, weil es so, ja, was mache ich denn sonst? Was soll ich denn sonst machen? Okay. Weißt du, und das hat mich da so ein bisschen am Leben gehalten, auf jeden Fall. So, und das habe ich erst im Nachhinein gemerkt. Ich wäre ja ins Studio gegangen, weil ich dachte, ja, ich mach doch Musik. Mhm. Das ist doch, was ich mache, weißt du? Ja. Muss ja irgendwie, normaler Gedanke. So, irgendwann ist jetzt ja so. Und das ist auf jeden Fall was, was mich so. Und sonst, keine Ahnung, Musik ist halt eine der wenigen Sachen, wo ich so wirklich instant Freude empfinde, so richtig. Also, ich glaube, wenn so ein schöner Song ankommt, der mir gute Laune macht, dann kommt diese gute Laune wirklich von 0 auf 100. So, und ich glaube, es gibt nichts anderes in der Welt, was diesen Effekt auf mich hat. Ah ja. Und genau das Gleiche, wie wenn ich einen Song mache und so merke, ah, das ist gerade geil. Darauf habe ich gerade Bock. Aber das ist bei mir auch wieder sehr schwierig, weil wenn ich dann was anfange, wo ich sage, ah, das ist geil, das ist cool. Und, so, und dann denke ich, dann schreibe ich vielleicht 4 Zeilen und dann komme ich vielleicht nicht auf die 5. Zeile. Und dann bleibe ich so hängen und dann wird es ganz schwierig bei mir. Dann kriege ich so einen Motivations-Bungee-Jump ohne Seil und bin so, boah, das ist der größte Schrott, den du jemals gemacht hast. Niemand will es hören. Also liegt nah beieinander? Ja. du hast in einem Interview mit der Berliner Morgenpost aus diesem Jahr hast du gesagt, am Anfang hatte ich richtig Bammel davor, offen zu reden. Mhm. Aber man muss über diese Themen reden. Es hilft, wenn man hört, dass es anderen ähnlich geht. Hm. Begreifst du dich da in deiner Position als Musiker auch als Sprachrohr und als jemand, der Verantwortung hat, diesbezüglich auch so eine Vorreiterrolle dann einzunehmen? Ich glaube, ja. Weil ich glaube, ich bin mir schon so bewusst dessen, dass
ich ein Interview mit der Berliner Morgenpost oder mit Markus Kafka führen kann und dass sich das ein paar Leute reinziehen werden. Ob es jetzt 12 oder 12.000 oder was auch immer. So, also es gibt schon Leute, die mir zuhören anscheinend. Weißt du? Ja. Dann kann man auch ein paar coole Sachen sagen. Und natürlich hatte ich am Anfang Bammel, weil ich hatte auch sehr viel Angst in meinem Leben, so von anderen verurteilt und ausgelacht zu werden irgendwie. Ich habe mich nie so irgendwo dazugehörig gefühlt. Ich dachte immer, alle anderen haben ihr Ding und ich bin aber nirgendwo richtig dabei und so. Und ich hatte, glaube ich, oft Angst, dass Leute das dann sehen und denken, ah, Dummkopf, weißt du, oder voll, oh, peinlich oder so, keine Ahnung. Aber man muss ja, niemand ist ja cooler, ist ja niemand, ich bin nicht cooler als du und du bist nicht cooler als ich, weißt du, du bist auch nicht den ganzen Tag cool, so. Du bist auch manchmal im Arsch. So. Klar. Und das, also ich meine jetzt nicht dich, sondern egal wen. Auch du, auch du, ja. Wir alle. So. Und du bist schon sehr cool, weißt du? Aber auch nicht, du bist auch nicht den ganzen Tag cool. Und deswegen kann man auch drüber reden, wir können ja aufhören, so zu tun, als ob dich das nichts angehen würde. Als ja. ob das, können aufhören, so zu tun, als ob du keine Probleme in deinem Leben hättest. Weißt du? So, weil alle haben Probleme auf ihrer eigenen. In ihrer eigenen Realität, so, weißt du? Für andere Leute dann manchmal greifbarer und weniger oder was auch immer. Aber eben, wir können ja aufhören, so zu tun, als ob es nicht so wäre. Das heißt so, das wäre deine Botschaft, dass drüber reden in jedem Fall eine gute Idee ist? Hundertprozentig. Ja, das unterschreibe ich dir. 24 Stunden am Tag. Man hat es bei dir gesehen, dass ab dem Moment, da du drüber geredet hast, hat sich für dich auch zum Positiven was verändert. Ist das gerade eine Frage? Zwischen Frage und Feststellung. Weil wir haben ja vorher im Gespräch schon rausgearbeitet, dass dir das natürlich schon was gebracht hat und geholfen hat. 100%. Ja, von daher würdest du nicht davon abraten? Nein, auf keinen Fall. Also ich glaube zum einen, wenn man drüber redet, man sagt ja immer, dass wenn man Freunden, jetzt seien es jetzt Beziehungsprobleme oder so, das ist ja der Klassiker, dass wenn man es Freunden erklärt, man erst merkt, wie gesund oder ungesund das ist, weil dann musst du es einmal so knackig zusammenfassen. Mhm. Und dann gibt es auf einmal keine Ausreden mehr und keine ah, aber ich liebe sie doch oder was auch immer, weißt du, sondern ja. dann musst du dich damit abfinden, wie wer wen behandelt hat oder so. Und wenn wir jetzt von Therapie reden, ich glaube, lassen wir mal die Person, die Psychologie studiert hat und Therapieausbildung und was auch immer, diese professionelle Person, lassen wir die mal weg. Ich glaube, wenn man einfach, stell dir mal vor, du hättest einmal in der Woche einen festen Termin, wo du jemanden 60 Minuten erklären kannst, wie es dir gerade geht und was dich gerade beschäftigt. Ich glaube, das wäre schon absolut geil. So, ich glaube, das ist schon absolut befreiend. Das ist schon absolut beruhigend, weil dabei kann man schon, da merkt man, was ist ein wirkliches Problem, wo hat man sich zu viel Sorgen gemacht, wo aus einer Mücke ein Elefant und was auch immer. Ja. Und jetzt sitzt da vielleicht auch noch jemand und die haben Ahnung und stellen ein paar schlaue Gegenfragen. So, ich habe bei meinem Therapeuten, der hat immer Sachen gefragt, ich war so, ah, das ist eine gute Frage. Und dann hat er gesagt, ja, dafür bin ich hier. Und ich war so, ja, das ist echt eine gute Frage gewesen, Herr Doktor. Ich habe meinen Therapeuten immer mit Doktor und seinen Nachnamen genannt, weil ich habe mich wie im Film gefühlt. Ist vielleicht aber auch gar nicht so schlecht, so eine gewisse Distanz zu wahren. Ich fand es einfach cool. Ja. Aber ich hätte ihn jetzt auch nicht vorne ansprechen wollen. Er sah auch aus wie ein Therapeut im Film. Es war so ein alter, kleiner Mann mit runder Brille, weißem Vollbart und Glatze und Anzug. Ich war so, geil. Ja. Habe ich ihm auch gesagt. Ja, Mensch. Lagst du auf einer Couch? Nee, oder? Ist nicht passiert, soweit es nicht gekommen. Ich habe abgebrochen worden. Aber er meinte, vielleicht müssen sie sich auch mal irgendwann auf die Couch legen. Ich war so, los geht's. Mein persönlicher Sopranos-Moment wäre es gewesen. Aber. Verstehe. Mensch, ich kann dir nur sagen, es war wirklich toll, mit dir darüber zu sprechen. Dankeschön. Und pass auf dich auf, dir soll es für immer gut gehen. Oh, unrealistisch, aber ja, ja. Dir auch. Können wir uns jetzt einfach mal gegenseitig wünschen. Vielen Dank. Hey, danke dir. Das war der Teil 3 des Freunde fürs Leben Bar Talks mit Berkan. Und danke an euch fürs Zuschauen.